Liebe Vereine, schön, dass ihr euch entschieden habt, bei Deutschland spielt Tennis mitzumachen. Wir haben in diesem Jahr ein paar Dinge geändert, um ein bisschen frischen Wind in die Aktion zu bringen. Wir hoffen, dass euch die neuen Motive und Sprüche gefallen und ihr mit den Plakaten möglichst viele Besucher auf die Anlage locken könnt. Um euch besser bei der Ansprache potenzieller neuer Mitglieder zu unterstützen, haben wir uns einiges überlegt. In unserer digitalen Toolbox geben wir euch zum Beispiel Tipps zur Social-Media-Kommunikation. Außerdem könnt ihr jetzt die Plakate noch besser für euch nutzen, indem ihr sie individuell gestaltet und über unseren Online-Printshop bestellen könnt. Wie das funktioniert, erklären wir euch hier. Viel Spaß dabei und eine gute Saisoneröffnung. Hallo liebe Tennisfreunde, willkommen zu unseren neuen Deutschland spielt Tennis-Informationen. Mein Name ist Fabienne und ich bin beim Deutschen Tennisbund für das Projekt Deutschland spielt Tennis zuständig. Wir gehen dieses Jahr bei Deutschland spielt Tennis viele neue Wege. Ich zeige euch in diesem kurzen Clip, was ihr alles in den neuen digitalen Deutschland spielt Tennis-Informationen findet und wie ihr sie benutzt. Zunächst das Wichtigste. Diese Informationen, wir sagen auch Toolbox, werden ständig aktualisiert und ergänzt. Es lohnt sich also, öfter mal reinzuschauen unter www.deutschlandspielttennis.de. Wichtige Updates erhaltet ihr aber auch über unseren Vereinsnewsletter. Die Toolbox ist ein Online-Dokument, das unseren bisherigen gedruckten Leitfaden zu Deutschland spielt Tennis ersetzt. Alle Inhalte haben wir jetzt in ein Online-Dokument übertragen und um viele weitere Informationen und Services ergänzt. Natürlich findet ihr hier alle wichtigen Informationen zu Aktionen und Anmeldungen, Tipps für die Organisation und Vorschläge für Aktionen am Aktionstag. Außerdem sind die bewährten Vorlagen für Pressetexte und Tipps für die PR vor Ort sowie Tipps und Tricks rund um die Aktivierung in sozialen Netzwerken in der Toolbox zu finden. Ihr erfahrt auch, wie ihr Werbung schaltet und einiges mehr. Besonders unsere neue Kampagne will ich euch jetzt noch einmal vorstellen. Wir haben für Deutschland spielt Tennis in diesem Jahr neue Motive entwickelt, die für die unterschiedlichen Spielertypen stehen. Große und kleine Freizeitsportler, der erfahrene Tennis-Crack und Trainer, der Jungprofi sowie der Rollstuhl-Tennisspieler. Einen Teil dieser Motive erhaltet ihr natürlich auch als ausgedrucktes Plakat mit dem Vereinspaket in verschiedenen Größen und Varianten per Post. Aber das ist noch nicht alles. In diesem Jahr haben wir unseren Service für die Plakate noch weiter professionalisiert und sind sehr stolz darauf, euch unser neues Angebot zu präsentieren. Ab sofort könnt ihr die Plakate nicht nur online bestellen, sondern auch selbst gestalten. Ihr könnt die Plakate und Flyer dort mit eurem Einladungstext versehen, Logos einfügen und vieles mehr. Klickt euch doch mal rein unter Infos und Materialien. Das Toolkit zu Deutschland spielt Tennis werden wir in den kommenden Wochen immer wieder aktualisieren und erweitern. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, beim Planen und hoffen natürlich auf eure Anmeldung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne direkt bei uns oder bei eurem Landesverband per Telefon oder E-Mail. Und nun wünsche ich euch eine erfolgreiche Saisoneröffnung 2019.